Wir meinen heute zu wissen, wie der Aufbau des Planeten ist, auf dem wir leben. Was zuerst aussah wie ein flaches Objekt, ist nun nachgewiesenermaßen eine Kugel geworden. Wir gehen davon aus, dass unter der Erde sozusagen nichts Besonderes mehr ist, was in unseren Maßstäben interessant sein könnte. Erst kommt die rund 35 Kilometer dicke Erdkruste. Darunter befindet sich der 3000 Kilometer mächtige Erdmantel mit zähflüssigem Gestein. Im Inneren der Erde liegt der Erdkern aus Eisen und Nickel. Er ist etwas kleiner als der Mond und über 6000 Grad heiß. Eine für uns unvorstellbare Temperatur. Während unsere Wolkenkratzer nicht einmal einen Kilometer hoch sind, ist allein die Erdkruste schon 35 Kilometer dick. Die Frage stellt sich also irgendwie dennoch, ob alles vollkommen erforscht und entdeckt ist. Obwohl dieses Weltbild schon als global akzeptiert und bewiesen gilt, erzeugten einige wissenschaftliche Erkenntnisse in den letzten Jahren wieder Fragezeichen in den Köpfen. Ist es möglich, dass im Erdinneren mehr möglich ist, als wir denken? Jules Vernes Vision in dem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde, bei der ein Geologe eine verschlüsselte Reiseroute zum Mittelpunkt der Erde findet und auf riesige Meere stößt, wird niemals Wirklichkeit sein. Dafür ist es unter der Erde einfach zu heiß. Diese Aussage kann man akzeptieren, aber mittlerweile nicht kommentarlos so stehen lassen. Wir leben in einer Zeit, in der wir aus einem winzigen Stein ablesen können, wie es hunderte Kilometer unter der Erde aussieht. Alles fing 2014 mit einem Diamanten aus der Übergangszone, also in mehr als 6000 Kilometern Tiefe an. Der Diamant verriet den Wissenschaftlern, dass in der Übergangszone zwischen oberem und unteren Erdmantel sich unfassbare Mengen Wasser befindet. Wie kam man drauf? Wasserhaltiges Ringwodit wurde in dem Diamanten nachgewiesen, ein typisches Mineral in der Übergangszone. Da der Stein aber zu klein war, konnte die genaue chemische Zusammensetzung nicht gemessen werden. Somit war unklar, wie repräsentativ die Studie für den durchschnittlichen Erdmantel war. Doch Jahre danach legte ein internationales Forschungsteam noch eine Schippe drauf. Dieses Mal untersuchte man einen Diamanten aus dem afrikanischen Botswana. In 660 Kilometern Tiefe soll er entstanden sein. Derartige Diamanten machen nur 1% aller Diamanten aus. Er wurde mithilfe der sogenannten Fourier-Transform-Infrarotspektrometrie und der Raman-Spektroskopie analysiert, Techniken, mit denen die molekulare Struktur von Substanzen untersucht wird. Die Einschlüsse waren dieses Mal groß genug, um die Zusammensetzung genau zu messen. Die Ergebnisse von 2014 wurden tatsächlich bestätigt. Professor Frank Brenker vom Institut für Geowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt, der an der Studie beteiligt war, sagte: Wir haben in der Studie nachgewiesen, dass die Übergangszone kein trockener Schwamm ist, sondern erhebliche Mengen Wasser speichert. Doch um wie viel Wasser geht es denn? Stellt euch nun alle Ozeane der Welt vor. Unter der Erde befindet sich, haltet euch fest, dreimal so viel Wasser wie alle Ozeane auf der Erde. Diese Erkenntnis hat das Potenzial, ein Umdenken in der Entstehung von Wasser auf der Erde zu schaffen. Wieso gibt es auf der Erde Wasser und wieso genau so viel? Oder anders gefragt, welche Funktion hat dieses immense Wasserreservoir? Vermutlich gehört das Erdinnere noch mit zum Wasserkreislauf auf unserem Planeten. Denn interessant ist doch, wie es der Erde letztlich gelungen ist, seit Millionen von Jahren den Meeresspiegel so konstant zu halten, dass eine bewohnbare Umgebung existiert.
Jedoch ist nun interessanterweise die Erde dazu in der Lage, ihre Oberfläche ohne Probleme mit Wasser zu bedecken, solange der Kreislauf dies möchte. Man wäre relativ unleidenschaftlich, wenn man an dieser Stelle nicht an die Sintflut denken muss. Ein erstaunlicher, ausgewogener Kreislauf. Elemente werden von der Erdoberfläche wieder in das Erdinnere getragen. Von der gelangen sie in Form von wunderschönen Diamanten durch Vulkanausbrüche wieder an die Erdoberfläche, aus denen wir viele Informationen entnehmen können. Wie wir anfangs gesagt haben, wir leben in einer Zeit, in der wir aus einem kleinen Diamanten, dem wertvollsten und edelsten Stein auf dem Planeten, herauslesen, was hunderte Kilometer unter unseren Füßen los ist. Und deswegen sollte eine gesunde Skepsis immer vorhanden sein, auch wenn es hier um Wissenschaft geht. Denn auch vorher hatte man es nie für möglich gehalten, dass sich so viel Wasser unter der Erde befindet. Wir kommen Jules Verne also näher. Stellt euch vor, es gibt riesige Ozeane unter der Erde, also flüssiges Wasser, nur in einem ganz anderen Ausmaß als auf der Erde. Doch stellt euch vor, unter der Erde leben Tiere, die wir überhaupt nicht kennen. Stellt euch vor, es leben dort seit Jahrhunderten von Jahren Menschen, sogar mit einer fortgeschrittenen Technologie und Lebensweise, wie wir es überhaupt nicht kennen. Straßen, Autos, Flugzeuge, Länder oder Gebäude. Platz gibt es jedenfalls mehr als auf der Oberfläche. Nicht nur Science-Fiction-Romane, sondern auch ernste Berichte über so etwas gibt es. Oft hört man auch davon, dass der Erdkern als unterirdische Sonne dient. Leben wir seit Jahrhunderten auf der falschen Seite? Naja, allein die faszinierende Vorstellung reicht uns.